Liebe Freunde der großen Kleinbahn, willkommen zum zweiten Teil meines Berichtes über die Modellbahnmesse in Dresden nach dem Intro. Freunde, willkommen beim zweiten Teil unseres Besuches oder meines Besuches auf der Messe in Dresden. Hier noch eine H0-Anlage, die mir recht gut gefallen hat, auch wegen der Oberleitung. Ja, wo ich allerdings leider keine Informationen hatte, da stand praktisch nur der Name dran und wie groß die Anlage ist und nichts weiter. Und ins Gespräch bin ich da leider auch nicht gekommen, weil einfach zu viele Leute da waren. Ja, so sah es dann teilweise aus, ne? Also man war hier kaum rankommen an Anlagen. Hier eine N-Anlage, wo ich dann allerdings doch noch rangekommen bin. Die also hier auch recht, ja, nicht schlecht gemacht ist. Viele bunte Züge. Das soll ja klappen sein. Ja, dann haben wir hier, sind wir hier wieder in Leipzig, allerdings bei den Leipziger Spur 1 Freunden, die ja zum Verein Friedrich Liszt gehören, die hier auch eine Anlage ausgestellt haben und da natürlich immer mit ihren eindrucksvollen großen Fahrzeugen. Auch das hier war ganz lustig, das ist sozusagen die Gartenbahn, ne? Also die Gartenbahn zum Mitfahren, ne? Wie wir es ja in Dresden auch haben. Da sehen wir ja dann noch, dass da diverse, so einfach Spur N in die H0, in die Spur 1 Anlage integriert. Das war also auch eine nette Idee. Ja, hier ein englisches Thema. Das Ganze so ein bisschen als Guckkastenanlage gestaltet, wie es ja jetzt auf vielen Messen, also viele Anlagen auf Messen zu sehen sind, was ja auch vom Licht her optimal ist. Die ganze Anlage sieht man jetzt hier, also mit Schattenbahnhof im Hintergrund. Ja, wir haben inzwischen die Halle verlassen und sind jetzt draußen im Gang. Hier gibt es dann ein bisschen Eisenbahngeschichte, oder ostdeutsche Eisenbahngeschichte. Mit der Einschienenbahn von Pico, die also hier im Modell mal angeboten wurde. Ich habe es noch nie fahren gesehen. Ich habe dann immer so wie hier jetzt die Packung gesehen, aber zu fahren habe ich es eigentlich noch nicht gesehen. Dann haben wir hier Pemoba aus Holland, eine sehr schöne Anlage, wo also auch sehr viel Bewegung und hinter jedem Fenster hat irgendwer was gemacht und wurde gehämmert und wurde dies und wurde jenes. Also da war sehr, sehr viel Bewegung drin in dieser Anlage. Wo ist die Eisenbahn? Bitte? Ist die Eisenbahn nicht? Dann haben wir hier Winter in Oberschirma. Das ist auch sehr schön gemacht. Da haben wir hier den Traktor, der hier Schnee schiebt, der sich bewegt. Und im Vordergrund ein schönes Stillleben hier auf dieser Verladeszene. Und zwei Zügen, die hier über die Anlage gefahren sind. Dann haben wir Straßenbahn-Segmentanlage in der Spurweite TT. Ja, in Dresden sehe ich eigentlich immer sehr viele Straßenbahnanlagen. Das scheint also ein bisschen Thema zu sein. Bevorzugtes Thema, wie hier denn natürlich den Dynamo Dresden Straßenbahnzug, na, der hier wahrscheinlich dann unverzichtbar ist in Dresden. Ja, auch sehr schön gemacht, also da kann man nicht meckern. Na, also die ganzen Häuserzeilen und hier noch das Ganze in Bewegung. Dann haben wir hier die Jugendanlage vom MEC Kreischer.
wenn es Jugendanlage ist, muss man dann sozusagen die Ansprüche dann immer mal ein kleines bisschen zurückschreiben. Die Kollegen lernen ja noch. Hier geht es auch ein bisschen sehr munter zu, was jetzt die Epoche angeht. Aber auch das ist ja auch nicht immer. Das wäre dann auch wieder Epoche 6 jetzt. Ne? Na, wobei es sind ja noch viele DDR-Fahrzeuge auf der Straße. Ja, es geht hier ja auch darum, die Leute an die Modellbahn heranzuführen, dann muss man da nicht so streng. Dann gibt es eine weitere niederländische Anlage in Spurweite 0E. Ja, auch Modellbahn vom Feinsten, auch das hier, wie ich schon gesagt habe, Champions League, ne? Also was da die Gestaltung angeht. Ja, dann haben wir hier einen großen Wendekreis, der dann auch nochmal auf der anderen Seite war. Und eine lange Strecke, wo dann der ICE für die Kinder, wie es immer heißt, ne, man muss den ICE für die Kinder fahren lassen. So wird es ja von manchen Modellbahnern immer postuliert. Ja, ich habe dazu so meine Meinung, aber hat natürlich alles seine Berechtigung, natürlich auch das. Ne? Und ja, es standen Kinder an der Anlage, die dann hier geguckt haben, wie der ECE von A nach B rast. War auch noch nicht alles fertig, aber naja, das ist ja jetzt auch nicht das Problem. Dann kommen wir zu etwas, was für mich so ein bisschen ein Highlight war, auch weil es ein bisschen eine andere Sprache gesprochen hat, was so die Gestaltung angeht. Das war also ein Kollege, der konnte auch Deutsch, ne? Der kommt also aus dem Elsass, ist wahrscheinlich dort gehört zu den deutschsprachigen Einwohnern, der hier mit seinen Kollegen diese Anlage gestaltet hat, wo hier zum Beispiel in dem Bereich, das habe ich natürlich besonders gern fotografiert, da ist ein bisschen ein Ort, der naja, so im Niedergang begriffen ist, wo dann keiner mehr an die alten Häuser einziehen will. Und hier haben wir das gleiche nochmal im Betrieb. Also das ist schon, das macht schon was her hier. Ne? Diese ganzen Fachwerkgebäude. Uns gab es auch einen Zug, also ein Zug, der dort fuhr, mit der französischen Lok, der also immer hin und her fuhr. Im Prinzip war es so wie die Anlage vorher, ne? Also irgendwo Wendekreis und dann ging es immer hin und her. Aber das ist natürlich hier von der Landschaftsgestaltung und von dem ganzen Gebäudebau ein ganz anderes Level. Denn das, so wie wir es hier sehen, gibt es natürlich nirgendwo fertig zu kaufen. Das muss man alles selber gestalten. Und wenn man jetzt die unregelmäßigen Ziegel sieht auf dem Dach, das spricht dann alles in seine eigene Formsprache. Man sieht immer noch handgemacht aus. Ja, dann kommen wir hier zu etwas, was für mich immer so ein bisschen typisch Messe Dresden ist. Das ist ein, naja, Gartenbahn ist immer so ein bisschen ein weit gedehnter Begriff, zumal es ja hier in der Halle ist, aber es ist eben auch ein Treffpunkt von diversen Eschdampfbahnern und naja, hier sind nicht Bahnen, hier sind ja solche Maschinen. Und natürlich der Gartenbahn, die groß genug ist, dass man sich draufsetzen kann, ne, oder auf einen Wagen dahinter setzen kann. Was natürlich teilweise wirklich sehr, sehr filigran ist, wie das oder das hier. Ne, das ist übrigens die Baureihe 1910, die im Gegensatz zu anderen Dampflokomotiven mit Dampfmotoren ausgestattet ist. Ja, und dann haben wir hier diverse Fahrzeuge, manche Dampf, manche elektrisch. Alles, was denkbar ist, ist also hier unterwegs. Alle Epochen, alle Bahnverwaltungen, alles wahrscheinlich hier aus halb Europa angereist. Hier Baureihe 95, dann hier Baureihe 24, der Zug, der jetzt gerade zurückgesetzt hat.
Ne, auch sehr schöne Güterwagen. Also da kann man nicht meckern. Ich kann jetzt auch nicht sagen, was es für eine Spur ist. Er fährt natürlich alles dicht auf dicht, ne? mit Blockabstand und so. Da wird hier auf Sicht gefahren. Noch eine zweite Baureihe 24 kommt jetzt hier an mit Donnerbüchsen hinten dran. Der andere hat hier hinten die 2 bis 3 Achser Rekowagen. Dann haben wir, das sieht hier wie eine 91 oder eine 74 aus, das habe ich jetzt nicht gesehen, was es war. Ja, das ist auch noch was Besonderes hier. Eine badische 1C1 Lok. Die hat es mir besonders angetan. Und da ist er nochmal im Bild. Und dann fahren hier noch jede Menge Leute. Und dann sind wir schon fast am Ende. Letzte Anlage heute. Oder vorletzte ist hier am Brescher. Auch eine kleine Dioramenanlage. Na, ich habe vorhin Kuckkastenanlage gesagt. Also quasi so ein bewegliches Diorama. Und dieses Bild haben wir schon in Chemnitz gesehen. Der Kollege war ja auch wieder da. Ja, und damit wären wir mit unseren beiden Videos aus Dresden am Ende angelangt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche einen schönen Abend und macht was draus.